Combs has faced lawsuits on a number of issues. But according to court documents, he's been accused of rape, sex trafficking, and more. He has denied all the charges. Law enforcement sources confirm the raids are connected to investigations over sex trafficking. You can see what appears to be Diddy's two sons in handcuffs. Ja, ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Diddys Häuser wurden geraidet. Gerade eben steht wieder alles Kopf, Mann. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit diesen ganzen Ereignissen, die momentan in der Hip-Hop-Welt passieren. Als erstes der Drake versus Kendrick Beef und jetzt diese krasse News. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Diddys Häuser in Los Angeles und in Miami wurden gestürmt und das vom FBI. Und diesmal scheint es wirklich der Beginn von Diddys Ende zu sein. Im letzten Jahr gab es ja schon viele Anschuldigungen gegen Diddy, die konnten oft mit Geld geklärt werden, aber mit dem FBI spielt man nicht. Was dahinter steckt und was gestern passiert ist, erkläre ich euch heute in diesem Video. Gestern, kurz vor 23 Uhr unserer Ortszeit, kam die News. Diddys Häuser wurden geraidet. Und im Internet wurden direkt Videos von dieser Hausdurchsuchung veröffentlicht. Man sah, wie das ganze Gebiet rund um Diddys Haus in Los Angeles abgesperrt war. Ja, das ganze Viertel war komplett unter Polizeischutz. Niemand kam mehr ohne Kontrolle rein. Über dem Viertel waren sogar mindestens zwei Helikopter zu sehen. In Miami sind die Ermittler sogar ganz im Florida-Style mit dem Boot gekommen. Jede Person, die in den Anwesen in Los Angeles und Miami aufzufinden war, wurde auch von der Polizei befragt. Darunter waren auch zwei von Diddys Söhnen. Darunter war auch King Combs, das ist auch ein Rapper, welcher eigentlich schon relativ erfolgreich Musik macht, und Justin. Doch wieso kam es so weit? Wer hat diese Ermittlungen in die Wege geleitet? Und das ist ganz einfach, das FBI. Das Zentrum von dieser Ermittlung ist in New York, also der Heimatstadt von Diddy. Und das ist so ein Punkt, den, glaube ich, sehr viele Leute falsch verstanden haben, denn viele Berichterstattungen reden davon, dass ein Haus in New York auch geraidet wurde. Davon konnte ich aber jetzt keinen Bericht finden, ich konnte nur das in Bezug auf New York finden. Eventuell irre ich mich hier ja auch, das könnt ihr gerne ergänzen, falls ich da falsch liege. Was wir aber Stand jetzt wissen, ist, dass diese Ermittlungen in Verbindung mit einer sehr ekligen Anschuldigung ist. Und zwar, dass Diddy Menschenhandel betrieben haben soll. Das ist ja so eine Sache, die schon länger im Raum steht. Es gab sehr viele Gerüchte, es gab sehr viele Leute, die Diddy genau das vorgeworfen haben. Es gab ja auch Sachen von Missbrauch und so weiter. Ihr habt es alle in den letzten Monaten mitbekommen. Das ist unglaublich ekelhaft. Und jetzt scheint das FBI ernst zu machen. Und wenn das FBI ernst macht, Bro, dann steckt da wirklich was im Busch. Denn die würden niemals so einen großen Aufwand in die Ermittlungen stecken, wenn nichts dahinter steckt. Denn inzwischen bin ich mir relativ sicher, dass es Beweise gibt. Denn ja, mit den Feds, also dem FBI, spielt man nicht. Während die Häuser in Los Angeles und Miami durchsucht wurden, fehlte jede Spur von P. Diddy. Zumindest für die Öffentlichkeit. Keiner wusste, was mit Diddy ist. TMZ ist sogar so weit gegangen, dass sie seinen Privatjet, die Love Air LLC, ja, getrackt haben. Und die Maschine stand in Antigua, was in der Karibik liegt. Es war aber nicht bekannt, ob Diddy auch mit dieser Maschine unterwegs war. Und das hat sich auch nur ein paar Stunden später dann, ja, verneint. Denn Diddy wurde in Miami gesichtet. In Miami am Flughafen. Höchstwahrscheinlich war er da mit einer anderen Maschine unterwegs. Wohin er fliegen wollte, ist Stand jetzt auch nicht bekannt. Es ist aber ein Video aufgetaucht von ihm und das ist Stand jetzt auch das einzige Video von ihm nach dieser ganzen Hausdurchsuchung, wo er am Flughafen in Miami ganz hektisch hoch und runter läuft. Also ruhig ist auf jeden Fall nicht. Laut den Berichten wurde auch Diddy vom FBI befragt. Es wurde aber ausdrücklich gesagt, dass er Stand jetzt nicht in Haft sitzt und auch nicht auf Flucht ist. Also das ist wirklich so ein Ding, was auch sehr viele Leute falsch verstanden haben. Dann kam die Meldung, dass ein gewisser Brandon Powell verhaftet wurde. Laut TMZ wird dieser Junge in einer Anklageschrift als Diddys Schmuggler bezeichnet. Brandon Powell soll verhaftet worden sein, als das FBI den Privatjet von Diddy durchsucht hat. Und hier wurden illegale Substanzen im Handgepäck von diesem Brandon Powell gefunden.
Das war Kokain und dann war da noch irgendeine Süßigkeit, die irgendwas mit Gras zu tun hat. Das sind zwei Drogen, die in Florida verboten sind. Daraufhin wurde Brandon Paul auch festgenommen. Er wurde aber nur wenig später gegen das Aufbringen einer Kaution wieder entlassen. Ich weiß jetzt nicht, woher TMZ sich so sicher ist, dass das Diddys Schmuggler ist. Das ist aber eine Info, die ich euch auf jeden Fall auch weitergeben wollte. Bei Diddy selber scheinen sich die Ereignisse wirklich zu überschlagen und sein Imperium droht zu bröckeln. Er selber ist ein Mitgründer von Revolt TV. Das ist ein Kabel-TV-Sender in den USA, welcher jährlich einen Umsatz von 85 Millionen Dollar einbringen soll. Eventuell ist die Zahl auch viel höher, denn diese Info ist auf jeden Fall nicht auf aktuellem Stand. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass dieses Business eins der stärksten Businesses von Diddy war. Ja, wieso sage ich war? Denn heute wurde bekannt gegeben, dass Diddy alle seine Anteile an einen Unbekannten verkauft hat. Dieser Deal ist safe schon länger im Gespräch, denn hier geht es um mehrere Millionen Dollar und Diddy hat davon ja auch profitiert. Also arm wird er jetzt safe nicht. Trotzdem ist dieser Zeitpunkt halt schon komisch. Jetzt, wo auf einmal Diddy komplett hops genommen wird, verkauft er seine Firma, so, es passt irgendwie nicht. Es ist auch ein Video aufgetaucht von einem von Diddys Nachbarn, welcher behauptet, dass Diddy immer wieder Minderjährige in seine Villen geschmuggelt hat, zum Teil sogar mit Bussen. Especially at nighttime, like around 3 o'clock in the morning, it gets wild. I'm his neighbor. When my basketball go over there, I just let it be because I don't want to knock on the door. Ich würde sowas aber auch mit Vorsicht betrachten. Also versteht mich nicht falsch, ich kann das Diddy zutrauen nach den ganzen Sachen, die in den letzten Monaten rausgekommen sind. Aber irgend so ein random Nachbar so, der jetzt irgendwas reinschreit, ich weiß nicht, ob das so eine vertrauenswürdige Quelle ist. Ich meine, wir wissen ja nicht mal, ob das auch wirklich Diddys Nachbar ist. Aber ja, Leute, das war so ein kleines Update von den Geschehnissen, die heute und gestern passiert sind. Gerne kann ich euch updaten, falls mehr geschieht und ich bin mir relativ sicher, dass in nächster Zeit sehr viel geschehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, wenn ihr dieses Video bis hierhin geschaut habt. Der Support auf diesem Kanal ist krass. Checkt auch gerne meinen Hauptkanal ab, da kommen längere Videos, falls ihr diesen noch nicht kennt. Lasst eine Bewertung da, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.